Gehen wir mal zurück. Den da rein. Ach so, hier, das wollte ich auch noch erwähnen. Zum einen, ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert das Dartcraft Grinding, wenn man kein IC2 drin hat, so wie wir jetzt. Die meisten Modpacks haben es ja drin, aber wir haben es ja nicht drin. Gestern hatte ich den Geistesblitz. Man kann ja die Furnaces, die Dartcraft Furnaces mit diesen Upgrade Cores belegen. Für Speed, was ich ja, wie man, wer meine älteren Projekte kennt, immer mache. Hier, wie es, was ich hier drin habe, Experience Core, da komme ich jetzt gleich auch noch mal kurz drauf. Und was ich hier drin habe, Core of Grinding. Hey, somit wird der Furnace zu einem, ich sag jetzt mal, Macerator. Ist nicht hundertprozentig Macerator, aber halt der Furnace ist halt Dartcraft Grinding. Das habe ich jetzt benutzt, um meinen etwas kläglichen, ich habe kein Kupfer im Ohr mehr, scheiße, um einen etwas kläglichen Goldvorrat aufzupuschen, weil aus Kupfer über Dartcraft Grinding kommt nicht nur hier diese, habe ich sie noch? Ja, Kupferpowder, sondern auch Goldpowder. Hier liegt es noch drin. Wenn auch nur mit einer Chance, aber man kriegt es. 4 von dem Powder gibt einen Chunk, ein Chunk gibt 5 Ingots. Somit habe ich jetzt 6 Stacks Gold. Coole Sache das. So viel zum Grinder. Und da habe ich drin den Experience Upgrade. Der hat nämlich auch noch was Schönes, was ich auch nicht wusste. Hier in der Kiste daneben liegt ein Experience Tome, wo man ja bekanntlich seine Level drin speichern kann. Seine Experience. Ich habe gerade 2, kann ich also nochmal vorführen. Hier sind jetzt drin 12.289. Die habe ich nicht reingemacht. So, Rechtsklick, nehme ich sie raus. Shift-Rechtsklick, tue ich meine in der Turm rein. Kennt man ja. Was man auch kennt, Dartcraft Furnace schmeißen die fertig gebratenen Sachen. Habe ich hier gerade was zum Braten? Ach, ist ja egal. Die fertig gebratenen Sachen schmeißen die in ein angrenzendes Inventory. Auf gut Deutsch eine Kiste. Suchen dabei die größte. Wenn hier also mehrere Kisten stehen, schmeißt es das in die größte Kiste rein. Auf gut Deutsch läuft hier jetzt automatisch. Was ich da oben in den Hopper reinmache, läuft in den Furnace. Was in den Furnace gebacken wurde, läuft in die Kiste. Kennt man. Jetzt liegt in der Kiste ein Experience-Turm. Der sammelt die Experience, die mir über so eine Automatisierung normalerweise verloren gehen. Und speichert sie. Und der Experience-Core im Furnace sorgt dafür, dass es sogar mehr Experience sind, als man normalerweise so beim Braten bekommt. Und jetzt bin ich wieder vollkommen vom Mechanism-Thema abgekommen. Aber da musste jetzt erwähnt werden. So, hier habe ich noch Stahl. Aber ich hätte hier noch Stahl-Dust gehabt. Schmeißen wir mal da rein. Sammeln mal wieder Experience. So, wir brauchen ein paar Universalkabel. Das ist Redstone und Stahl, okay. Liegt da noch drin? Glas. Redstone. Stahl. Machen wir mal 48. Wir brauchen diese, wie heißen sie? Weiß ich nicht, ist aber auf jeden Fall anstelle von Redstone, glaube ich, Glas. Habe ich hier kein Glas? Danke. Ich habe da draußen, glaube ich, Glas. Nein? Da. Mann! Meine Maus macht mich wahnsinnig. Obwohl ich glaube immer noch, es ist eher mein Mauspad. Oh. Glas. Pressurized Tubes, ist das richtig? Ja. Da werden wir nicht so viel von brauchen, vermute ich mal. Machen wir aber einfach auch mal 40. Also im Endeffekt so viele, dass du den Separator mit der Pumpe und den Tank mit dem Separator.
Ja. Brauche ich gar nicht von unten hoch, weil unten ist ja nur eine Verbindung zwischen den zwei Geräten. Drei. Den Hydrogen muss er ja auch anschließen. Richtig. Hoch geht ja nur ein Stromkabel und da, ja gut, hätte ich nicht so viel gebraucht, das ist richtig. Oh, was brauchen wir noch? Wir brauchen die Universalpumpe. Universal. Die heißt nicht Universalpumpe. Ein Electrical Pump. Electric Pump heißt sie, genau. Ein Steel Casing, a Rich Alloy, ein Bucket. Ey, Bucket ist ganz schwierig. Ich glaube, ich habe zu wenig Stahl, aber ich backe ja hier gerade. Habt ihr noch im Kopf, wie viel XP da drin waren? Jetzt sind es mehr. Ich habe es nicht mehr im Kopf. So, ein Steel Casing, zack. Brauche ich auch Steel Casings für die anderen zwei Maschinen? Ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ja, nicht. Ich mache einfach mal Dreieck, wird irgendwann nicht durchfallen. Ein Bucket. Für ein Bucket brauche ich natürlich Eisen. Na komm. Alter, hätte ich besser von Hand reingelegt, wäre schneller gewesen. Ja, wäre schneller gewesen. Okay. So, eine Pumpe. Dann brauchen wir den Elektrolytik Innovat, keine Ahnung, Separator. Davon brauchen wir zwei. Oh, was ist das denn? Electronic Core. Okay. Pulverized Iron. Und Pulverized Gold. Das habe ich natürlich nicht vorbereitet. Das ist schlecht. Da ist kein Angel. Halt. Steel Dust. Okay. So viel brauchen wir nicht. Hopp, da rein. Da rein. So, jetzt steht hinten natürlich leider nur ein Crusher, ne? Crusher, Crusher da. Boah, dass die Stromversorgung das hier mitmacht. Hier läuft doch aktuell einiges. Das Stahl ist fertig, okay. Brauchen wir denn noch? Brauchen wir noch was, was wir basteln müssen? Nein. Den werden wir aber zweimal brauchen. Komm, mach doch. Reicht schon. Ist noch 4 Gold. Go, go. Boah, wenn man steht und wartet, ist ja furchtbar. Singen doch ein Lied. Nee, ich habe gerade schöne Minecraft-Musik mit mir. Außerdem verschrecke ich dann alle. Das lassen wir lieber. Wollt's nicht so sagen, ob man gedacht hat, was. So, ja, 4-4, das müsste reichen. Lassen wir weiterlaufen. Klappt das mit einem Hopp? Ich habe eh keinen Hopper.
Dann brauchen wir, nein, die Kiste brauchen wir nicht. Dann brauchen wir das, davon zwei. Habe ich jetzt alles in der Tasche? Warum liegt das nicht? Wahrscheinlich, weil ich nicht alles in der Tasche habe. Genau, einmal nicht. Och, das ist sogar falsch, was ich hier gerade mache. Mann! Ich Idiot! So, geht trotzdem nicht. Ach, weil ich das Osmium das nicht in der Tasche. Okay. Nee, 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 nicht. Davon zwei. Davon zwei. Die verdammten Force Locks hier in der Tasche, die blockieren mir auch alles. So. Wo habe ich den Osmium Dust? Ich habe irgendwo noch. Da. Da wären auch Kabel gewesen. So, zwei davon. Das Ding zweimal. Kann man natürlich nicht stecken. Klar, damit wir noch ordentlich Platzprobleme hier kriegen. So, wie heißt das Ding? Der Generator. Hydrogengenerator. Hydrogen. Hydrogen. Den brauchen wir einmal nur, ne? Für die Stromversorgung unten, ne? Ah, da brauchen wir auch so ein Teil, verdammte Kacke. So. Aber zwei Steel Casings. Hey, gut, dass ich davon ein paar mehr gemacht habe. Und den Tank brauchen wir. Gibt es da zwei? 96.000? 96.000, ne? Warum zeigt er hier zwei an? Der zeigt den Mechanismus für jedes Gas, was du kriegst, einen separaten Tank an. Es sind aber grundmäßig alles die gleichen Tanks. Okay. Er zeigt mir aber kein Rezept an. Dann hast du einen Tank, der mit Gas gefüllt ist. Da zeigt er nicht, dass du musst den leeren Tank. Tank. Ach du Schande, ja okay, hier. Ah, der zeigt den Tank, wie man craften kann und dann halt mit jeder Flüssigkeit, die reingeht, nochmal als voll. Okay. Da brauchen wir auch ein Iron Powder. Haben wir noch eins? Jo. Oh, den brauchen wir nur einmal, ne? Rein theoretisch ja. Aua. Geht die Tür wieder zu. Mal wieder da rein. Stahl tun wir hier rein. Mal wieder Platz in den Taschen kriegen. So, das kommt da hinten hin. Und zwar... Gehen wir mal rüber. Ich kann über das Wasser gleiten wegen Dartkraft, falls sich jemand wundert. Dank Dartkraft bin ich Jesus. So. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir jetzt brauchen. Wo ist denn jetzt das Haus? Okay. Ach so, da brauche ich jetzt wahrscheinlich einen Hilfsblock. Verdammt. So.
Zack. Einmal Pumpe. Ach, die Pumpe braucht auch Strom wahrscheinlich, ne? Ja. Der eigentliche Strom kommt aus dem Hydrogengenerator, richtig? Ja. Ich bin mal gespannt. Pressure Tube kann Wasser, das Wasser. Muss in den Elektrolytik-Separator, ne? Richtig. Das war das falsche Kabel. Na, heb. Auf. Ach, Alter. Oxygen, Hydrogen. Okay, ich habe noch was vergessen. Und zwar diese Wassertransportkabel-Dinger. Wie heißen die denn? Universal irgendwas, ne? Tube. Tube. Tube, Tube, Tube. Essential Tube. Pressure Tube. Stahl und Glas. Hä? Das hatte ich doch gemacht. Oxygen, Hydrogen. Nee, die, genau die habe ich gemacht. Ich meine die anderen. Wie heißen die? Pipe? Dann brauchst du die Restrictive Transport 18076. Alter. 18076. Mechanical Pipe. Die können Wasser transportieren. Die meinte ich auch. Ein Bucket und Stahl. Okay. 1, 2, 3. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel kriegt man denn da raus? Weiß ich jetzt aus dem Kopf gerade auch. 8. Ja, müsste eigentlich reichen, aber. 1, 2, 3. Zack. So. Hä? Alter. Ach Mann. Danke Maus, sag ich da nur. So. Und hopp wieder rüber. Oh, die da. Das war schon wieder der Fall. Mann! Welche sind es denn jetzt? Universal Mechanical Pipe, die sind's. Zack. Hey! Was lange währt, wird endlich gut. Kann man die so legen? Sieht ein bisschen kacke aus. Aber sonst kriege ich ein Stromproblem wahrscheinlich. Falsch. Ich hätte jetzt gerne eine Wrench. So. Pressure Tube. Kann Oxygen, Hydrogen. Wollen wir nicht. Wir wollen Strom. Das sind die. So, so. So. So.
dahin. Den Hydrolyt. Warum ist mir jetzt der Tank da runtergefallen? Hydrolytik-Separator dahin. Und die dahin. Der kriegt aber jetzt keinen Strom. Warum verbindet er sich nicht? Verdammt, halt, ballert wieder ab. So. Ich sollte mir auch mein Jetpack anziehen, wäre vielleicht was geschickter. Er kriegt keinen Strom, weil er verkehrt rumsteht. Der muss andersrum stehen. Ja, klick mal mit dem Schlüssel drauf. Zu spät. Kannst du mit dem Schlüssel drehen. Platziere ich mal von hier. So. Rein theoretisch müsste das so klappen, oder? Praktisch passiert nichts. Theoretisch ja. Praktisch, der Hydrogengenerator erzeugt erst Strom, wenn er Hydrogen hat. Hat er Hydrogen? Ah, okay. Wie gebe ich dem Ding jetzt einen Anstoß? Aua. Ach, Mann.